Willkommen hier auf diesem Kanal. Ihr wisst ja, wir spielen hier Nischen- und Retro-Spiele und hier sehen wir ein weiteres Nischenspiel für unter 5 € im E-Shop zu erwerben. Und zwar das Spiel One Night Stand. Ich habe keine Ahnung, was mich so wirklich erwartet. Die Produktbeschreibung las sich gut, aber ich will nicht zu viel spoilern. Also das bisschen, was ich weiß. Und deswegen gehen wir mal auf Spiel starten. Um in One Night Stand zu speichern, wähle Spiel speichern aus dem Pausenmenü und wähle einen Slot. Okay. Ah, mein Kopf. Mein Bauch. Ich fühl mich scheiße. Letzte Nacht. Was ist passiert? Getränke. Sehr viele Getränke sind passiert. Ah, was war das für ein Geräusch? Mein Handy. Wo ist mein Handy? Um im Raum zu suchen, bringe den Cursor mit dem linken Stick oder dem Gyroskop nach oben. Ja, genau, so sollte das sein. Ich denke mal, das wird das Handy sein. Ah, da ist es. Sei still, Handy. Was ist mit dir letzte Nacht passiert? Gary, was will der denn? Ah, richtig. Ich war ja gestern Abend mit Gary unterwegs. Er klingt nicht gerade sehr zufrieden mit mir. Sollte ich antworten? Ja, wir antworten. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mit einem dröhnenden Kater aufgewacht. Du? Muss ich hier auf Senden gehen? Mist, mein Handy geht gleich aus. Ich lade es besser mal auf, bevor der Akku den Geist aufgibt. Wo ist mein Ladegerät? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Mein Ladegerät muss doch hier irgendwo sein. Moment mal. Das ist gar nicht mein Nachttisch. Das ist auch gar nicht mein Zimmer. Wo bin ich? Meine Klamotten sind überall auf dem Boden verstreut. Auch wenn da jetzt ein kleiner Rechtschreibfehler ist, aber das ist egal, das passiert schon mal. Bin ich? Ich bin komplett nackt. Wow. Wer ist sie? Warum bin ich in ihrem Bett? Haben wir miteinander geschlafen? Das muss ihr Zimmer sein. Ich hoffe, dass das ihr Zimmer ist. Aber wer ist sie? Du bist einfach abgehauen. Ich habe ein Date aufgegeben, um mit dir trinken zu gehen, und du bist nach einer Runde verschwunden. Was zur Hölle? Gary hat sein Date sausen lassen, und ich habe ihn dann sitzen lassen? Scheiße. Ich habe ihn wirklich nach nur einer Runde allein gelassen? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn Gary wüsste, in was für einer Situation ich mich befinde, könnte er vielleicht drüber lachen oder mir mit mehr Informationen helfen. Soll ich Gary von ihr erzählen? Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Weil der hat extra sein Date aufgegeben. Wenn ich denen jetzt erzähle, ich habe einen One-Night-Stand gehabt, augenscheinlich, dann ist er ganz wütend. Vielleicht lasse ich Gary besser eine Weile wütend auf mich sein. Neben wem ich aufwache, geht ihm eh nichts an. Ja gut, wir wissen es ja auch nicht, ne? Mist, ich kann mich an nichts erinnern, was gestern Nacht passiert ist.
Es ist alles total verschwommen. Ich erinnere mich dunkel daran, Gary allein gelassen zu haben. Aber ich habe überhaupt keinen Schimmer, wer die Frau neben mir ist oder wo ich überhaupt bin. Das wird so peinlich werden, wenn sie aufwacht. Au, der Kater hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Ich sollte mein Handy mal checken. Ich bin bestimmt in Fotos von gestern Nacht oder Post verlinkt worden. Vielleicht kann ich so herausfinden, was passiert ist. Mist, was machst du, Handy? Ah, komm schon. Ich wusste es, dass ich das OS nicht hätte updaten sollen auf diese alten Gurke. Seitdem ist es super langsam. Oh, super. Mein Handy hat sich verabschiedet. Was sollte ich jetzt tun? Weck sie auf, schlaf weiter oder verschwinde von ihr? Nein, wir wecken sie auf. Ich brauche Antworten und ich brauche sie jetzt. Ah, was zur Hölle? Hat sie gerade die Bettdecke über mich geworfen? Sie ist raus? Vielleicht ist sie von der Situation überfordert. Ich bin's auf jeden Fall. Ich frage mich, ob sie möchte, dass ich verschwinde. Nach Hause gehen? So, jetzt können wir, ich vermute mal, so ein bisschen was herausfinden über die Person, die neben uns war, beziehungsweise was überhaupt passiert ist. Ich muss erst meine Klamotten finden, bevor ich übers Abhauen nachdenken kann. Sollst du ja auch nicht abhauen? Du sollst erst mal gucken. Ein Liebesroman. Augenblicke der Umarmung. Augenblick der Umarmung. Laut Zusammenfassung: Daisy Dutton entflieht ihren bescheidenen ländlichen Wurzeln und zieht in die Großstadt, um die wahre Liebe zu finden. In einer Stadt voller alleinstehender Junggesellen, aber es wird mehr benötigt als den Charme dieses Dorfmädchens, um die modernen Bequemlichkeiten des Online-Datings und von Tinder-Seitensprünge zu überwinden. Da steht sogar, dass es ein Sommerbestseller war. Das klingt fantastisch. Fantastisch. Und wenn es ein Bestseller war, muss es gut sein. Okay, wir sehen mal weiter. Ja, wir werden jetzt nicht ein fremdes Portemonnaie durchforsten. Und was ist das? Eine halbleere Flasche? Sieht so aus, als hätten wir den Schuldigen für meinen Kater gefunden. Dabei trinke ich normalerweise keinen Rotwein. Rüschchen. Sieht aus wie eins ihrer Höschen. Was sollte ich tun? Warum sollte ich das mitnehmen? Es könnte etwas merkwürdig sein, ihr Höschen mitzunehmen. Ich lasse es mal in Ruhe. Ich habe zwar meine Boxershorts noch nicht gefunden, aber das ist sicher kein Grund, ihre Unterwäsche zu klauen. Oh, hey. Was soll ich sagen? Geht's dir gut? Ja, entschuldige bitte, dass ich so aus dem Raum gerannt bin. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt dadurch. Schon in Ordnung. Ich war nur ein bisschen erschrocken, als ich plötzlich von der Bettdecke erdrückt wurde. Entschuldige, ich fühle mich nicht so gut und musste dringend mal ins Bad. Ich verstehe. Ist alles okay? Ich möchte gerade nicht drüber reden. Oh, alles klar. Bist du schon lange wach? Eigentlich nicht, ich wurde vom Brummen von meinem Handy geweckt. Ach, ich hatte mich schon gefragt, was das war. Das hat mich auch aufgeweckt. Entschuldigung dafür. Mach dir keine Gedanken deswegen. Diese Situation fühlt sich unangenehm an. Denke dir ein Gesprächsthema aus.
Ach komm, den Liebesroman. Ich habe gesehen, dass du Eyes of Embrance liest. Du hast mein Laster entdeckt. Ja, ich habe eine Schwäche für Liebesromane. Normalerweise kann ich diese Dinger nicht weglegen, sobald ich angefangen habe zu lesen. Aber das ist, weiß nicht, es ist ziemlich trashig. Trashig? Versteh mich nicht falsch, ich kann verstehen, warum Leute das Zeug mögen. Es ist immerhin ein Bestseller. Nenn mich ruhig altmodisch, aber ich finde die Werke von Austen und Bronte besser. Die Klassiker sind eben unschlagbar. Aber ich werde es noch zu Ende lesen. Echt? Obwohl dir das Lesen keinen Spaß macht? Klar. Ich hasse es, Bücher nur halb zu lesen. Ich versuche immer, bis zum Ende zu kommen. Egal wie trashig sie sein sollten. Vielleicht hätte ich sie etwas Passenderes fragen sollen. Aber was? Es fühlt sich alles total peinlich an. Frag nach. Zeit? Kater? Ihr? Ach so, fragt nach Zeit, fragt nach Kater, fragt nach ihr. Ich frag nach ihr. Ich habe das Gefühl, ich sollte mehr über sie wissen. Aber direkt fragen, ich denke nicht, dass sie das gut finden würde. Eine hübsche Wohnung hast du. Oh, danke, ich teile sie mit meinen Mitbewohnern. Das war nicht sehr hilfreich. Wie geht's? Du siehst aus, als ging es dir nicht so gut. Geht's dir gut? Ich fühle mich schrecklich, es ist nur ein Kater, mir geht's gut. Ach, mir geht's gut. Mir geht's gut. Bist du sicher? Du musst es nicht schönreden. Ich mache mir einen Kaffee. Möchtest du auch einen? Oh ja, Kaffee ist gut. Ja, ein Kaffee klingt gut. Ist das okay? Klar, ich gehe in die Küche und setze Wasser auf. Ich hoffe, löslicher Kaffee geht für dich in Ordnung. Wie trinkst du ihn? Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Schwarz bitte. Okay, kein Ding. Eine Minute. So, und weil wir gerade von Kaffee reden, trinke ich jetzt auch mal kurz einen Schluck Kaffee. So, okay, sie ist weg. Ich muss versuchen, mich zusammenzureißen. Ich möchte nicht, dass sie herausfindet, dass ich mich nicht an sie erinnern kann. Mist, ich hoffe, ich habe sie nicht bereits total verschreckt. Sie wirkt. Sie wirkt nett. Sie wirkt nett. Trotzdem, ich habe immer noch nicht herausgefunden, was gestern Nacht passiert ist. Okay, wir werden mal vielleicht mal unsere Hose anziehen. Ist das hier unsere Hose? Ein Kondom, naja, zumindest die Hülle davon. Das heißt, dass wir zusammen noch ein bisschen Verstand übrig hatten gestern Nacht. Damit hätten wir zumindest eins der Rätsel enthüllt. So, ich suche ja gerade meine Klamotten, aber ich kann jetzt nicht erkennen, ob das das oder das hier ist. Oh, was ist das denn? Ein Stapel mit Zeitschriften. Da sind ein paar Musik- und Spielemagazine dabei. Einige der Artikel klingen total spannend. Schade, dass ich gerade keine Zeit habe, sie zu lesen. Hier. Danke, es riecht lecker. Ich hoffe, du magst ihn stark. Ist super so, danke. Und kommst du gut klar? Gut klarkommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, klar, danke. Gut. Worüber sollten wir reden? Reden wir über Wein. Weißt du, du hättest mich nicht mit dem extravaganten Wein verwöhnen sollen. Extravaganter Wein? Oh, das ist kein ausgefallener Wein. Nein? Sorry, dich enttäuschen zu müssen. Ich bewahre mir den guten Tropfen für spezielle Anlässe auf. Ich versuche mal, das nicht als Beleidigung anzusehen. Ich trinke normalerweise keinen Wein. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gestern Nacht hier nichts getrunken haben. Ich habe immer eine Flasche Wein an meinem Bett stehen. Du hast immer eine Flasche Wein am Bett? Ja, ich mag es, mir manchmal ein Glas einzuschenken, wenn ich im Bett lese. Gut. Gibt es damit ein Problem? Nö. Gut. Mann, da kann ich mit meinem Kater wohl nicht auf den Wein schieben. Okay. Kann ich meinen Kater nicht auf den Wein schieben? Die Situation fühlt sich wieder unangenehm an. Ich sollte jetzt mal auf den Punkt kommen und sie zur letzten Nacht fragen. Irgendwas wird sie wissen müssen. Das war eine ziemlich verrückte Nacht gestern, oder? Ja, war in Ordnung. Weißt du,
Ich glaube, ich schulde dir noch ein Dankeschön. Ein Dankeschön? Mir ging es letzte Nacht ziemlich schlecht. Die Idee, mich für ein Blind Date über eine Dating-App mit einem Unbekannten zu treffen, kam mir vorher auch nie in den Sinn. Eine Dating-App? Haben wir uns so kennengelernt? Aber ein Freund von mir hat so seine Freundin kennengelernt, also dachte ich, ich versuch's mal. Es hat mich allerdings eine Überwindung gekostet, es dann auch wirklich durchzuziehen. Den richtigen Typen finden, ihn kennenzulernen und sich dann irgendwann auch wirklich mit ihm zu treffen. Und dann taucht er noch nicht einmal auf. Was für ein Arschloch. Oh, ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass ich dann nicht das Arschloch bin, von dem sie redet. Ich habe über eine Stunde allein warten müssen. Dann war ich eigentlich entschlossen, ins nächste Taxi zu springen, um mich für die nächsten paar Tage nicht mehr aus dem Haus zu begeben. Aber dann bist du aufgetaucht. Und ich bin sehr froh darüber, du hast gesehen, dass es mir schlecht ging, mir einen Drink gekauft und mich aufgemuntert. Hab ich? Ja, du hast sehr, mit mir mitgefühlt. Du hast mir geduldig zugehört, wie ich mich beschwert habe über den Dating-App-Idioten. Aha. Dank dir ist mein Abend nicht ruiniert worden. Also ist sie gestern Abend versetzt worden und muss mich danach getroffen haben. Vielleicht war ich nur jemand, bei dem sie sich ausgeheult hat, obwohl ich bin in ihrem Bett aufgewacht. Wie auch immer, es erklärt, warum ich Gary letzte Nacht hab sitzen lassen. Zumindest ein bisschen. Auch wenn ich mich an nichts erinnern kann, worüber wir gesprochen haben. Mach dir keine Sorgen. Ich freue mich, dass du dann doch einen schönen Abend hattest. Allerdings glaube ich, dass mein Kumpel Gary sauer auf mich ist, weil ich ihn hab sitzen lassen. Oh, das tut mir leid. Ist schon okay, wir waren mitten in einer Kneipentour. Bin mir sicher, er wird's überstehen. Mir war gar nicht bewusst, dass du mit jemandem anderem unterwegs warst. Ja, ich war mit Gary unterwegs. Wir starteten in dieser Bar, die uns ein Kumpel empfohlen hatte. Glaube ich. Gary? Hä? Es ist nichts. Warte mal, welche Bar war es denn? Oh, sie hat mich ertappt. Ich kann mich nicht erinnern, hab keine Idee, welche Bar es war. In welcher Bar warst du mit deinen Freunden? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe keine Ahnung. Wow, wie bitte? Du erinnerst dich nicht einmal mehr, in welche Bar du mit deinen Freunden warst? Ha, das ist die erste Bar, in der du warst. Dann kannst du dich wohl an nichts erinnern. Moment mal. Erinnerst du dich überhaupt an meinen Namen? Oh mein Gott, das ist demütigend. Also erinnerst du dich an nichts? Nein. Vielleicht kann ich helfen, deine Gedächtnislücken zu füllen. Ja, sehr gerne. Mach das ruhig, das würde mir helfen. Naja, ich war in der Bar des Paradox Nachtclubs bis kurz vor 22 Uhr. Ich hatte da schon eine Weile gewartet. Paradox, Ich war schon ein bisschen beschwipst und erinnere mich vage daran, dass du mich angesprochen hast. Du wirktest noch recht nüchtern. Wir haben zusammen eine Runde getrunken und sind dann ins Gespräch gekommen. Wir haben uns dann in einer ruhigen Ecke verzogen und uns näher kennengelernt. Aber im Paradox wurde es immer lauter, je später es wurde. Das war der Zeitpunkt, wo du vorgeschlagen hast, dass wir woanders hingehen sollten. Aber danach ist alles ziemlich verschwommen. Ich erinnere mich nur noch an Bruchstücke. Ich glaube, dass keiner von uns beiden in einem guten Zustand war, um gute Entscheidungen zu fällen. Dann haben wir irgendein Taxi genommen und sind dann wohl hier gelandet. Gut, an dieser Stelle, wir haben jetzt schon wieder gute 18 Minuten auf Uhr, beenden wir diese erste Folge und werden dann erfahren, wie es dann weitergegangen ist. Hier bei One Night Stand auf der Nintendo Switch. Bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.